Namaste, Namaste, Salut zusammen, grüezi miteinander, herzlich willkommen beim KIMI-Report Donnerstag, 22.02.24. Schön, dass ihr bei uns seid. Und bei uns wird es spannend langsam, weil in einer Woche ist die Premiere «Es harzt als Arzt» in Werdenswil in Neubühl, 19.30 Uhr im Restaurant Neubühl. Tickets unter info@männerpraxis.ch. Eine Woche später, auch Donnerstag, auch 19.30 Uhr, Forum im Riet in Landquart. Tickets natürlich am gleichen Ort. Dann ist etwas Osterzeit, Ferienzeit und wir spielen dann wieder Ende April in Rappi im Ochsen, Rapperswil bei Bern, am Freitag, 26. und am Samstag, 27. April in der Conservi in Seon. Bei beiden optional ein wunderbares Essen, das man vorher einnehmen kann. Und der Vorteil ist, man ist schon dort, nicht mehr im Verkehrsstress, man kommt an. Es gibt ja immer so viele tolle Leute in unserem Publikum, um sich auszutauschen. Also, wir freuen uns auf euch. Ja, wenn wir schon beim Kabarett sind, wir haben ja jetzt närrische Zeiten, um nicht zu sagen, wir haben sie hinter uns, denn in dem Moment, wo ihr dieses Video anschauen könnt, ist in Basel die Basler Fasnacht auch schon wieder Geschichte. Jawohl, und zwar seit ganz wenigen Stunden, wir schalten ja um 6 hoch, oder wenigen Minuten, muss man sagen, ist der Endstreich, so heißt es, der Teil der Fasnacht, der nach Mitternacht am Mittwoch jeweils beginnt, bis etwa 4 Uhr morgens. Das nennt man Endstreich. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, weil ich nicht Fasnächter bin, aber ich gehe jetzt mal davon aus, einfach so von der Logik. Das ist, was viele als emotionalsten Moment betrachten. Ich bin mir nicht so sicher, ob das bei sehr vielen ist oder ob dann der Alkoholpegel dazu beiträgt. Auf jeden Fall danach schleichen dann die Narren. Ui, das dürfte man eigentlich gar nicht sagen in Basel, da wird man mich einen Kopf kürzer machen. Böke, nein, noch schlimmer, ganz schlimm. Nein, die Fasnachtshelden schreiten dann müde, aber glücklich nach Hause. Also ich hoffe, dass sie glücklich sind, mehr oder weniger. Auf jeden Fall sind sie in der Regel sehr kaputt und schlafen dann, bis sie dann am Montag wieder arbeiten gehen dürfen. Ja, das soll auch das Thema sein von diesem Video. Wir leben in absolut närrischen Zeiten. Wer würde schon diese Diagnose anzweifeln? Und ein Blick auf die Straßen oder in die TV-Programme machte in den letzten Tagen deutlich, in diesen Tagen haben die Narren offiziell regiert. Da mag mancher einer einwenden, nach seiner Wahrnehmung regierten sie eigentlich an 365 Tagen im Jahr. Wie dem auch sei, der institutionalisierte Frohsinn in Form von Fasnacht, Fasching und Karneval steuert seinem Höhepunkt entgegen oder hat ihn eben, wie gehört, soeben überschritten. Es durfte gelacht, getrunken und natürlich auch geschunkelt werden, ganz egal in welcher Welt wir leben. Schließlich ist, wie der französische Cartoonist Cheval einmal feststellte, Humor die Höflichkeit der Verzweiflung. Wer da nicht mitmacht, ist eine melancholische Spaßbremse. Vor langer Zeit waren es die Hofnarren, die ungestraft, die Herrschenden, die Mächtigen und die Reichen durch den Kakao ziehen durften. Freilich nur innerhalb bestimmter, von den Herrschenden natürlich festgelegter Grenzen. Hofnarren hatten also eine Ventilfunktion. Sie durften dem Volk aufs Maul schauen und nach demselbigen reden. So verhinderten sie aufkommende Volkszorn oder dämpften ihn zumindest etwas runter. Die TV-Narren von heute sehen sich in einer ähnlichen Funktion. Aus der Bütt, ihr kennt vor allem die deutschen Freunde, die Büttenrede. Ich glaube, die Bütt, korrigiert mich, ist nicht unbedingt immer ein Fass, sondern
ganz ursprünglich eine Badewanne, da bin ich nicht ganz sicher, egal. Aus der Bütt dürfen sie häufig im Saal mit ihrer gesamten Parteientourage anwesenden Politikern lustig oder mehr oder weniger lustig die Leviten lesen. Die anwesenden Politiker lachen ein wenig gequält, applaudieren zögerlich und die angeheiterten Gäste belohnen selbst die peinlichsten Witze brav mit Beifall. Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht. Die Hofnarren von heute sind Systemnarren, die mit ein paar lustigen Versen die Interessen des Mainstreams bedienen. Mitunter verlieren sie bei die Balance zwischen Humor und Hetze, werden vom politischen Establishment aber dennoch gefeiert. Die traditionelle Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz, wie es lacht und singt, hat sich im Laufe der Jahre und nicht zuletzt aufgrund des Einflusses von ARD und ZDF, die abwechselnd diese Pseudo-Narretei übertragen, zu einer kaum noch getarnten Propagandashow entwickelt. In diesem Jahr dürfte der Kampf gegen rechts ganz oben auf der närrischen Agenda gestanden haben. Ich schaue mir diese Sendungen eben nicht an. Dafür wird schon der vom ZDF auf den Narrenthron gehiefte Sitzungspräsident Andreas Schmidt, auch doch ein netter Zeitgenosse, wie ich finde, sorgen. Das engagierte Mainzer SPD-Mitglied bellt in der Rolle als Obermessdiener seine Tiraden gerade hinaus. Schon vor einigen Jahren hetzte er gegen die AfD, Zitat, solltet ihr für jedes Nazi-Opfer eine Schweigeminute gestalten, müsstet ihr 38 Jahre lang eure Schandmäuler halten, Zitat Ende. Der Mainstream klatschte frenetisch und begeistert und sogar Politkomiker Jan Böhmermann war ganz aus seinem bescheidenen Häuschen. Eine weitere Kostprobe, jeder Fußballverein habe eine Altherrenmannschaft. Im Falle der AfD sei das vielleicht die SS. Hetzt der im Hauptberuf von der katholischen Kirche, also netto Kirchensteuerprofiteur Andreas Schmidt, bezahlt und gelernte Bürokaufmann die Meute auf. Zur linken Narrenblase gehört auch der Kabarettist Lars Reichhoff, der in der Mainzer Fernsehsitzung die Fasnachtsthemen, natürlich eine Anspielung auf die ARD und die Tagesthemen, moderiert. Er nennt die AfD schon mal politische Werwölfe und erklärte in einem Interview mit der Rheinzeitung, Zitat, bis zu den Europawahlen im Juni gehen wir durch unsere Städte und vertreiben die rechtsextremen Geister. Stichwort Remigration im Sinne von Nazis raus, Zitat Ende. Auch andere Politiker, die sich nicht dem links-grünen Meinungsdiktat und der politischen Korrektheit beugen, werden von den Hetzern im Narrenkostüm schon mal aufs Übelste beschimpft. Der Ex-Lehrer Hans-Peter Betz bezeichnete als Büttenredner Gudi Gutenberg, den damaligen US-Präsidenten Donald Trump, vor einem Millionenpublikum als Zitat Arsch mit Ohren, Zitat Ende. Die Damen und Herren im kurfürstlichen Schloss zu Mainz amüsierte das sehr köstlich. Immerhin gibt es eine frohe Botschaft für alle und die sei nicht unerwähnt. für alle, die diese meskische, narrische Propaganda nicht lange ertragen wollen. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Nun gut, in Basel braucht es noch ein bisschen mehr, da ist erst, wie gesagt, beim Anstreich alles vorbei. Aber die schlechte Nachricht folgt sogleich. Denn wenn die Hobbynarren nicht mehr regieren, dann regieren wieder die hauptberuflichen Narren. Und ob das besser ist, das könnt ihr ja in die Kommentarspalten schreiben, liebe Freunde. Also in diesem Sinne, es ist vorbei mit der Narretei und schön wart ihr bei uns. Wir narren uns dann auf der Bühne ab der nächsten Woche. Und mein Name, Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben.
und werden möchten. Ja, wie ihr seht, hat auch Georg den Weg in die Nähe des Mikrofons jetzt gefunden. Amandla, Avetu, wir sehen uns bald. Saludos a todos, sali zusammen und schön sind wir bei uns.